Eine Yak 42 fliegt einen russischen Flughafen an, um wichtige Passagiere aufzunehmen. Der Charterflug wird von der Fluggesellschaft Yak Service durchgeführt. Klappen 30. Co-Pilot Igor Zhivilov leitet den Flugbetrieb der Airline. Klappen 30. Neben ihm sitzt Kapitän Andrei Solomentsev. Fahrwerk runter. Mit Flugingenieur Wladimir Matjushin ist die Cockpit-Crew komplett. Fahrwerk draußen, 3 grün. Die Maschine landet in Jaroslawl, 250 Kilometer nordöstlich von Moskau. Die Piloten holen hier die Lokomotive Jaroslawl Eishockeymannschaft ab, eines der beliebtesten Sportteams Russlands. Auf dem Flug übernimmt Kapitän Solomentsev das Ruder, während sich Zhivilov um den Funk kümmert. Rufname Tonoschna? Jaroslawl. Jaroslawl 42434, erbitten Anlasser. 42434, frei für Anlasser. Die Crew startet die 3 Triebwerke. Start Nummer 3. Ziel des Flugs ist das 2 Stunden entfernte Minsk in Belarus. Schub gesetzt. Kurz vor 16 Uhr beschleunigt die Maschine auf der Startbahn. Bereit zum Abheben. V1 bei 190. Die Maschine hebt nicht ab. 210. Wahrscheinlich hast du die Trimmung zu weit vorn. Gib Gas. Voller Schub. Die Startbahn ist 3000 Meter lang. Spätestens bei 2600 Metern muss das Flugzeug abheben. 220. Die Maschine ist schnell genug für den Start. Sie bleibt jedoch am Boden. 800 Meter hinter der Startbahn stürzt die Yak 42 in die Wolga. Rettungskräfte suchen im Wasser nach Überlebenden. Hilfe! Bitte! Innerhalb weniger Stunden sind die russischen Ermittler vor Ort. Das Ermittlerteam war durch viele Unfälle leider sehr erfahren. 43 der 45 Menschen an Bord sind tot, darunter auch die Piloten. Das Lokomotive-Eishockey-Team ist ausgelöscht. Es ist eine der größten Tragödien der Sportgeschichte.